kein Ende der Aufregung um das Erwachsenenschutzgesetz, das die Sachwalterschaft ablösen soll. Zwar gibt es die Zusage der Regierung, dass das Gesetz wie geplant im Juli in Kraft treten soll. Aus dem zuständigen Justizministerium heißt es allerdings heute, dass die Finanzierung nach wie vor offen sei. Bei den Betroffenen sorgt das für Verunsicherung und Ärger. Es sei das beste Gesetz für Behinderte in den letzten Jahren, das Erwachsenenschutzgesetz, das die Sachwalterschaft ablösen soll. Doch ohne Finanzierung sei es wertlos. Es nützt uns das beste Gesetz nicht, wenn es nicht umsetzbar ist. Die Zusage der Regierung, dass das Gesetz wie geplant im Juli in Kraft treten wird, sei nicht genug. Auch die Umsetzung müsse gewährleistet werden. 17 Millionen Euro bräuchte es dafür pro Jahr. Es kann nicht sein, dass daran die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung wirklich scheitern soll. Verbesserungen für 60.000 besachwaltete Menschen und ihre Angehörigen würde das Gesetz nur dann bringen, wenn es entsprechend finanziert werde.